Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Spec Ops The Line. Wir sind jetzt hier in der Wüste unterwegs. Überall kämpfen die Soldaten gegen uns. Und die Terroristen, also die, gegen die wir am Anfang gekämpft haben, sind nicht unsere Feinde. Das sind unsere Freunde. Scheiße! Siehst du, wo Gultin ist? Ich sehe gar nichts durch den Rauch. Los, runter, vielleicht ist er verletzt. Ja, kommt, wir müssen weiter. Tourismus legt um sagenhafte 3000% zu. Dank einer Welle von Amerikanern, die Dubai zum Feriendomizil erkoren haben. Auf die Frage, was er von den neuen Gesichtern halte, hatte ein Dubaier dies zu sagen. Seht mal, Zeichen der Revolution. Ein Scheißdreck ist das. Dubai verreckt und alle hauen fröhlich nochmal drauf. Richtig, Adams, richtig. Wenigstens die Krähen verhungern nicht. Was zum Geier? Alter. Er trägt Army-Sachen. Der ist von der 33. Ob das die CIA war? Unmöglich. Der Kerl ist schon zu lange tot. Oh mein Gott. Alle aufgeknüpft. Wie damals im Zweiten Weltkrieg in Berlin. Gar nicht nachdenken. Achtung, Soldaten. 12 Uhr. Seid ihr entdeckt? Noch nicht. Was haben sie mit dir gemacht? Ist es so schlimm? Gut ist es sicher nicht. Legst du ihn nicht doch noch zum Laufen? Und lässt dich ihn in die Werkstatt zu schleppen? Kontakt! Scheiße! Feuer eröffnen! Alter, da kommen ja immer mehr. Shit! Schweres Entgehen! Feuer, Bündel! Granate, weg hier! Wir sind überall! Check die Flanken! Tango neutralisiert! Da, mit dem Straßenschild! Hab ich schon. Dann. Schalt das MG aus! Los! Das ist irgendwie kacke. Weiß ich nicht. Gegner ist tot! Einer weniger! Lade nach! Deck dich! Sie bewegen sich! Rein ohne Deckung! Das Game geht schon richtig ab hier. Das war damals echt mega cool. Über allem geht's hier. Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Was schießt hier denn? Werfer Hafsgranate! Alles klar. Kommen wieder. Ey,
Arschgesicht. Die 33. soll sich zurückhalten. Das hilft doch niemandem. Sorry, aber ich gehorche einer höheren Macht als Ihnen, Captain Walker. Ah, jetzt erinnern Sie sich an mich. Allerdings, ja. Und ich bin nicht der Einzige. Soll ich den mal abschieben? Er ist zwar schon tot, aber egal. Ja, der Funker, der kommt auch noch dran. Glaubt mal. Der wird auch noch sterben. Oh Gott. Gould führte bewaffnete Plünderer gegen ausgebildete Soldaten. Er wusste nicht, dass das passiert. Vielleicht waren es die Verluste wert. Boah, stinkt das hier, Alter. Ja, der lebt noch. Wartet mal. Riecht ihr das? Machst du Witze? Wir stehen hier knietief in Leichen, klar riech ich das. Nein, nicht das. Weißer Phosphor. Weißer Phosphor. Es ist eine Botschaft an die Überlebenden. Legt euch nicht mit uns an. Was für Überlebende? Das war ein Juggernaut, Junge. Aber was für einer. Guckt euch das an, die armen Soldaten hier und so. Alle getötet durch den Phosphor. Krass, ey. Bin mal gespannt, wo Gould ist. Sie sagen, Sie sprechen für diese Leute, Agent Gould. Beweisen Sie mir, dass es so ist. Nein! Ich hab nichts getan! Alter. Da werden Leute erschossen. Schon wieder. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich Sie für Narren halten oder Lebensmittel. Ich meine, wenn jemand das Gate frontal angreift... Ich glaube, Ihr kleiner Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver. Um Ihrem Partner Agent Riggs zu helfen. Sagen Sie mir, wo er ist. Okay. Der Nächste. Langsam. Wir müssen das clever angehen. Okay. Gould ist da und ich habe freie Sicht. Wenn wir jetzt feuern, sterben diese Zivilisten. Bedeutet dir das nichts? Los. Drauf. Ich schalte ihn aus. Warte den Befehl ab. Du übernimmst den Rest. Ja, Sir. Immer noch schweigsam, Agent? Wenn Sie kapieren würden, was Sie diesen Menschen angetan haben. Bringt ihn her. Walker, hier drüben. Wir müssen die Zivilisten retten. Das ist unsere Chance, Walker. Wir haben freie Bahn zu Gould. Was ist mit den Zivilisten? Wir müssen sie retten. Ich weiß, es ist zum Kotzen, aber Gould ist wichtig für unsere Mission. Die Zivilisten nicht. Unsere Mission heißt Menschen retten. Bitte, Captain. Wir brauchen Gould. Lass mich schießen. Wir dürfen diese Menschen nicht sterben lassen, Walker. Du weißt, dass ich recht habe. Fangt an. Wir müssen Gould retten. Tango neutralisiert! Scheiße! Wir kriegen Besuch! Adams, los, komm! Look up, beschützt Gould! Alles klar! Agent Gould, Delta Force, keine Sorge, alles wird gut. Du gehst nicht an zu viel. Ich sehe dich! Lauf zum Gate! Lauf
für den Scheiß Krieg! Tango neutralisiert! Schwerheit, Anmarsch! Oha, da kommt noch ein schwerer. War's das? Nee, da hinten sind noch welche. Sie wird nervös! Tango neutralisiert! Granate! Alter, jetzt wollen wir ja mal in Deckung geben. Ich hab keine Munition mehr. Augen auf! Hm? Da kommt eine Schrotflinte! Wo wollen die hin? Sie bewegen sich! Ziel am Boot! Vorsicht! Sie kommen näher! Ich glaube, das waren alle. Adams, Walker, hierher, Beeilung! Was ist passiert? Die Atmung hat ausgesetzt. Der Sand. Du stirbst mir nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße! Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Goulds Einsatzplan. Das ist das Gate, von dem die Rede war. Na und? Gould war sogar bereit, dafür zu sterben, Lugoch. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Krass. Die ganze Mühe für nichts. Da hätte ich auch die Zivilisten retten können. Da hätte ich mehr von gehabt. Wir sind hier auf dem Präsentierteller, Walker. Okay, vorwärts. Bewegung. Okay, muss nachladen. Ja, nochmal schnell nachladen hier die ganzen Knarren. Das war ja richtig toll. Ja, auch mit Adams wären wir halt hier hinten lang gegangen und hätten dann halt die Zivilisten befreit. Da sind sie. Tot. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Gould. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Reg dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Gould vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich! Ich tu wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Hä? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf. Hä? Schluss jetzt! Aufhören, alle beide! Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Also dann. Alles klar? Ja. Lugo? Ja, Sir. Gut. Also dann weiter. Wir sind ganz schön mitgenommen schon. Krass.
Tja. Gut, Leute. Ich würde sagen, wo sind wir hier? Das Tor. Auf Karte liegt das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben gekostet hat. Doch fasst euch! Denn durch ihr Opfer haben sie Agent Gould, diesen miesen Schurken, direkt in die Hölle geschickt. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Ricks und die Männer der Delta Force, sie sind die Nächsten. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wir haben Agent Gould gefunden. Er ist leider gestorben bei unserer Aktion, ihn zu retten. Jetzt sind wir schon am Tor, dort wo Gould eigentlich hin sollte. Und der bescheuerte Funker hat gerade gesagt, er wird uns und die restlichen Leute der Delta Operators vernichten. Ja, wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin, lasst eine kurze Bewertung da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!